In den USA ist es eine kleine Sensation. Nach über 100 Jahren öffnen die Boy Scouts of America, der größte US-amerikanische Jugendverband, ihre Reihen auch für Mädchen. Ab nächstem Jahr dürfen sie in der jüngsten Altersstufe Cub Scouts einsteigen und die höchste Pfadfinderstufe Eagle Scouts anstreben, allerdings in reinen Mädchengruppen. Der Grund dafür ist, dass die Eltern uns darum gebeten haben. Die Mädchen werden dieselben Weiterentwicklungsmöglichkeiten haben wie die Boy Scouts. Gleichzeitig wird ein weiblicher Führungskader aufrechterhalten. Gar nicht glücklich über diese Öffnung sind die Girl Scouts of the USA, also das weibliche Pfadfinder-Pendant. Bereits im August schickte der Präsident einen verärgerten Brief, in dem er den Boy Scouts vorwarf, man versuche, ihnen die Mädchen wegzunehmen. Dies sei eine rücksichtslose Kampagne. Inzwischen denkt man sogar über weitere Schritte nach. Ich habe mit dem Vorstand gesprochen. Es gibt Überlegungen, wie man sie rechtlich dazu bringen kann, diese Entscheidung zurückzunehmen und zu streichen. In der Tat ist die Mitgliederzahl bei den Boy Scouts in den vergangenen 20 Jahren beständig gesunken. Pfadfinderinnen wie die 16-jährige Sydney freuen sich dennoch riesig über die neuen Perspektiven. Das ist unbeschreiblich gut. Sie möchte unbedingt ein Eagle Scout werden wie Neil Armstrong, Steven Spielberg oder ihr großer Bruder. Jeder, der das möchte, sollte bei einer Organisation wie dieser mitmachen dürfen. Sydney ist allzeit bereit. Großes Pfadfinder-Ehrenwort.